Guten Abend, Leute. Wir haben jetzt 7:15, 18.45 Uhr. Und Lars wollte mich heute zum Essen abholen. Er sagte mal wieder, 7:10 sei er da, aber naja, der pünktlichste ist Lars leider nicht. Und wie ihr an meiner Jacke sehen könnt, ist auch deutlich abgekühlt, jedenfalls für meine Verhältnisse und mein Temperaturempfinden. Mal sehen, wo es heute hingeht. Ja, Leute, da ist Lars mit seinem rollenden Maggi-Würfel. Happy möchte mich immer diskriminieren. Nein, ist auch freundschaftlich gemeint, Lars. Ach so, du wolltest zur Pommes jetzt gehen, ja? Geht es zur Pommes heute? Es geht zur Pommes heute. Es gibt, okay, wenn du möchtest, thailändisches Essen. Ja, ich weiß aber schon, dass die Pommes um 20 Uhr dicht macht. Ja, ne? Eine Stunde, 10 Minuten. Die machen auch länger, extra dann, für uns. Dann gib mal Gas mit dem Maggi-Würfelchen. Wir sind in Camp Lindfors, Leute. Und mitten in dem Wohngebiet und die Straße hier links rein, auch weil ich seltsamerweise nicht verstehe, ist Wohngebiet, aber jede Menge Läden, ne, Lars? Da sind Geschäfte ohne Ende. Ja, immer so verteilt. Also ist noch ein Bäcker, Stoff kriegt man da auch. Da ist noch ein weiterer Imbiss und die Pomp ist hier. Genau, Pomps Imbiss. Man könnte sich ja mal überlegen, hier ein Abo-Treffen zu veranstalten. Ist ja doch allerdings ein wenige Sitzplätze vorhanden. So, jetzt kann ich mal die Auslage zeigen. Und da ist Pom, zeig dich. Wo bist du wieder? Brauchst du dich zu verstecken? Und ich glaube, es ist momentan schlecht zu sehen. Da so auf dem Transparent aber eine riesen Auswahl hier an Thai-Gerichten und auch an ja, normalen deutschen Sachen. Kaffee bekommen wir auch. Getränke. Ja, hier sind das Ganze besser, Leute. Was mit dem Geflimmer? Also gibt schon einiges. Und natürlich auch Getränke irgendwo. Da zum Beispiel. Da schlägt natürlich was zu mit angeblich alkoholfreiem Bier. Naja, glauben wir das mal. Ja, Leute, ich habe heute mal Gyros bestellt. Ordentliche Portion hier. Kostet, glaube ich, um die 8 Euro, ne? Oder? Glaube ich. Mal nachgucken, aber so nachgucken. Na, schau mal nach. Das ist eine kleine Portion. Da oben irgendwo. Gyros klein, 8,50 Euro, ja? Ja, kann man nicht meckern, ne? Passt. Sieht gut aus. Und Lars nahm einen grünen Curry. Auch eine ordentliche Schüssel voll, mit einer ordentlichen Portion Reis. Aber wie ich dich kenne, nicht ausreichend, ne? Schauen wir mal. Guten Appetit. Danke. Ja. Lars schwitzt, aber hält ihn nicht davon ab, sich meine restliche Portion Gyros reinzupfeifen, ne? Mal kurz spülen. Übrigens, das ist Peter, der Mann von Pom. Und ihr seid 30 Jahre verheiratet, ne, Peter? Glücklich verheiratet. Ja. Genau. Also kann auch funktionieren, Leute. Wir haben uns gerade ein Geheimnis verraten bekommen. Hier wird der Gyrospieß selber gesteckt. Deswegen ist er so schön saftig und lecker. Und die hier sind auch selbst gemacht. Ja, Leute, ich habe noch mal kurz die Kamera übernommen. So sieht das Ganze hier aus. Der Imbiss von Pom und Peter. Wir haben gerade überlegt, dass wir uns bei schlechtem Wetter drin, bei schönem Wetter draußen auch hier ein Treffen vorstellen können. Das heißt, wir wollten uns sowieso hier am 30. treffen. Uhrzeit steht noch nicht genau fest. Und dann können wir uns gerne hier bei Thai oder deutschem Essen ein Treffen vorstellen. Ich bringe dann Herbie mit, weil er ja im Moment nicht Auto fahren oder nicht Roller fahren darf. Und schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr Interesse habt. Dann kann man da näher planen. Gestern bei Pomps Imbiss verschwand Lars auf einmal mit der Kamera und ich vergaß nicht zum ersten Mal die Abmoderation. Ich weiß auch überhaupt nicht, was Lars
da draußen noch Aufnahmen. Werde ich spätestens bei der Bearbeitung des Videos sehen. Und falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.